Hallo und herzlich willkommen zu Let's Build Nummer 34. Wir arbeiten wahrscheinlich das letzte Mal am Mobsorter. Und zwar werden wir jetzt hier noch einmal ja, das normale Töten der Mobs hinzufügen. Und ja, zu der XP-Farm habe ich ja schon was gesagt, dass das nicht wirklich klappt. Weil wir eben hier schon Monster haben, die Schaden bekommen. Aber da hatte ich auch eine Idee, das werde ich gleich mal ausprobieren. Also mal gucken, wie wir das machen. Die XP-Farm werde ich wahrscheinlich doch bauen. Obwohl sie dann nicht zu 100% klappen wird. So, ich zeige euch nochmal kurz, wie das Ganze bis jetzt funktioniert, falls ihr es vergessen habt oder bis jetzt gar nicht dabei wart. Naja, die meisten werden es aber wahrscheinlich kennen. Dann war es ja so, dass wenn hier ziemlich viele Monster auf einmal hochkommen, dass dann hier ziemlich viele eingedrückt oder eingequetscht waren und dann mit einem Schlag hier rauskommen, sodass hier ein paar reingedrückt werden. Das könnte man vielleicht vermeiden, indem man diesen Wasserkanal ein bisschen verlängert. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang. So und dann nach da. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Aber, habe ich auch schon öfter gesagt, das ist ja ein Let's Build, wo wir das Ganze zusammenbauen. So, dann wird erstmal das hier geändert. Das Wasser kommt nämlich jetzt. Ja, ich würde eigentlich sagen, ganz normal nach oben. So, Wasser. Das heißt, da und da. Hätte ich das eigentlich gar nicht wegmachen müssen eben. Dann brauchen wir ein Schild. Ich glaube, ich habe das aus, ja. Ah, ich habe mir mal das neue Too Many Items besorgen sollen. Da gibt es ja für die 1.0 jetzt schon so ein paar coole neue Features. Dass man zum Beispiel in-game mit Too Many Items den Game Mode ändern kann. Man kann den Regen an- und ausmachen. Und man kann auch zum Delete Mode wechseln. Das heißt, ich drücke hier oben auf so einen Button und dann kann ich einfach hier die Sachen anklicken und die werden direkt gelöscht. Da muss ich nicht immer so rüberziehen. So. Ein Schild brauchten wir. So. Das hier kommt ja erstmal weg. Und dann geht's hier lang. Ich würde sagen, bis hier ist okay. Dann hier und da. So. Und so. Es gab eine Videoantwort. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Aber müsstet ihr auch sehen bei den Videoantworten des letzten Videos. Dieser YouTuber hat hier einfach eine Falltür hingesetzt. Und wenn man dann auf den Knopf drückt, geht diese Falltür für einen ganz kurzen Tick auf und wieder zu und es ist immer nur ein Monster durchgekommen. Allerdings hat er diesen Härtetest, sage ich mal, nicht ausprobiert, dass auch eben ganz viele auf einmal durchkommen können. Und deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass das nicht klappt. Ich habe ihm auch angeschrieben, er soll das mal versuchen, weil er sich ziemlich sicher war. Bis jetzt ist noch keine Antwort gekommen.
Deswegen denke ich, dass es nicht geklappt hat. So. Machen wir hier eine Verlängerung hin. Und ein Schild. Und dann hier wieder Wasser. Gut, sollte funktionieren. Deswegen mache ich Monster wieder an. Und ja, dann werden wir sehen. Ich denke schon, dass da hinten klappt. Gut. War das so richtig? Ich hoffe schon. Wird schon. So, dann gehe ich hier wieder rein. Cool aus. Hier sind die ganzen Squids. Ja, ist eigentlich auch eine richtige Squid-Farm. Ah, sind schon welche oben. Also, falls ihr noch nicht verstanden habt, hier haben die halt einen längeren Weg, wo sie auch nicht stecken bleiben können. Weil der einzige Punkt war ja hier. Und wenn sie hier dann ganz schnell weggedrückt werden, dann müssen sie immer noch hier lang, wo sie dann aber auch wieder langsamer werden. Also denke ich schon, dass es eine recht gute Lösung ist. Und das. Naja. Super. Okay, hat nicht geklappt, leider. Weil der Creeper von dem anderen Monster da reingedrückt wurde. 1, 2, 3, 4. Mache ich erstmal so. Erstmal. Warum geht denn das wieder runter? Ja, das ist. Weißt du, hier ändert sich ja nix. Es läuft die ganze Zeit an und auf einmal zack, zack. Komisch, komisch. Aber so scheint es bis jetzt ganz gut zu klappen. Allerdings haben wir jetzt nicht wirklich viele Monster auf einmal. Da ist ein Zombie, das bedeutet, dass der hier reingekommen ist, also müssten wir hier einen größeren Delay haben. Schlecht. Ich mach mal eben Monster aus. So, ich mach mal. So. Und so. Hoch. Zwei sollte erstmal reichen und dann müssen wir hier auch zwei wegnehmen. Also so. Dann passt das wieder. So, uns an. Uns an. Ich habe auf 2 gedrückt.
haben die ein bisschen länger gebraucht. So, ich mach mal hier zu. Um zu gucken, ob das auch klappt. Oder ob das jetzt. Ja, damit sie eben nicht durchkommen und dann kann man wirklich sehen, ob das zu 100% klappt. So, in der Zeit können wir schon mal ein bisschen hier ran arbeiten. Ich würde sagen, die XP-Farm machen wir zuerst. Und zwar geht es da hier einfach runter. Oder mache ich das mit einem Crusher? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ne, ich mach's erstmal so, kann ja jeder selber entscheiden. Also wie ihr es macht. Ich denke mal, mit dem Crusher ist auf jeden Fall platzsparender. Und ein bisschen besser. So. Dann gucke ich nochmal hier oben vorbei. Ja, das lag jetzt wieder daran, dass der Delay zu klein war. Wenn wir das so machen, dann passiert eben das, was vorher passiert ist. Das heißt, wir könnten mal versuchen, hier einen Block hinzumachen und dann so. Aber das scheint gar nicht zu funktionieren. Weil dann würde das Teil direkt hochgehen, das heißt, die Monster können nicht nachkommen. Aber dadurch bleibt er einfach stehen. Gut, dann nicht. Ich denke aber so wäre es vielleicht ein bisschen besser. Und wir haben ja hier ein Delay, aber hier kein Delay. Also sollten vielleicht hier noch mal einen reinmachen. Dafür den Repeater weg, damit das genau gleich ist. Und ja, wir werden sehen. Ich denke mal zu 80 bis 90% sollte es eigentlich klappen. Vor allem, weil das jetzt nicht so eng ist hier. Genau, ist auch insgesamt ganz gut, weil die jetzt nicht mehr auf eine Seite gedrängt werden müssen, sondern einfach ganz normal hochkommen. Ich denke mal, das sollte besser klappen. So, ich werde mich nach der Aufnahme mal hier ein bisschen hinstellen und gucken. Hier läuft alles perfekt. Also auch nochmal ein Aufruf an euch, falls ihr wisst, wie es klappen könnte, dann wäre eine Videoantwort nicht schlecht. Ich hätte eine Idee. Vielleicht, dass man hier oben. Nein. Nein, nein, es wird nicht klappen. Dann geben wir uns erstmal damit zufrieden. Da ist schon ein Zombie drin. Und wir machen das hier mal auf. Und gucken. Ach Mist. Dann sollten wir natürlich die XP-Farm anmachen. Ja, und dann gucken wir, ob die Skelette sterben.
Jetzt ist eins gestorben. Die überleben. Vielleicht war das ein Skelett eins, was vorher schon Schaden bekommen hat. Müssten wir mal gucken. Das überlebt auch. Das auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das so sogar schon gut ist. Man muss mal die Blöcke zählen. Das sollten circa 23 sein. Allerdings verlieren die Monster hier auf jeden Fall auch schon Leben. Also eher ein bisschen weniger Blöcke. Aber so sieht es eigentlich ganz okay aus. Zombies haben ja mehr Leben als Skelette und Creeper. Guck mal, ich hab den richtigen Stein erwischt. Also sollten sie das hier ziemlich sicher überleben. Mach es mal ein tiefer. Das überleben sie auch. Ist das. So, jetzt sah es aus, als wäre der Creeper drin. Irgendwie. Und komischerweise ist hier ein Zombie drin. Hey, wie hat er das denn geschafft? Das von vorher noch. Wahrscheinlich war das dann genau an dem Zeitpunkt, wo ich hier dran rumgearbeitet habe. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Die überleben hauptsächlich. Dann werden wir mal von hier einen Gang nach hier oben machen. Und zwar so. Schon zu weit. So, ist perfekt. Sieht jetzt nicht besonders schön aus, aber es soll ja erstmal nur den Zweck erfüllen, falls man das so sagt. Und dann gehen wir mal raus. Was das macht. Das ist immer schlecht. Ah, vor allem wegen diesen Leuten da. So, jetzt müssen wir die ganzen Monster mit einem Schlag töten können. Das wird uns eben die XPs. Das ist wieder so ein Skelett, das noch mehr Leben hat. Es ist ja ziemlich zufällig, ob die da gar keinen Schaden bekommen oder eben ganz normal Schaden, als wäre da gar kein Wasser. Komischerweise. Achso, jetzt habe ich hier gar keine Löcher reingemacht. Na. Nee. Brauchen wir jedenfalls mehr, das heißt, wir brauchen mindestens einen Block weiter nach unten. Ich weiß gar nicht, ob das hier zu laut ist. Da, wo ich stehe, ist richtig. Ja, die auch. Und die dann auch. Das heißt, ich schmeiß mal uns aus. Mach dann so. Erstmal.
Okay, das ist kein Problem. So. Und die habe ich ja schon. Dann gehe ich nochmal nach oben. Und wir werden sehen. So, die brauchen jetzt erstmal ein bisschen. Aber in der Zeit können wir vielleicht schon mal das hier ein bisschen nach unten bringen. Ah, jetzt sind wir da drin. So. Gut. Es kommt so vor, als hätte ich gar keinen Sound mehr irgendwie. Wie viel Delay hatte ich jetzt? 1, 2, 3. Also die überleben auf jeden Fall. Mache ich mir noch eins tiefer. Hat auch überlebt hier, ne? Hier nicht. Oh, direkt in der Schaltung. So, da kommt eins. Hast du überhaupt Schaden bekommen? Doch, ich glaube schon. Ich warte mal auf ein zweites und dann gehe ich nochmal runter. So, wo muss ich lang da? Hallo. Okay, das war One Hit. Also eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das alte Zombies waren, aber ich lasse es erstmal so. Jetzt eins weiter nach unten gemacht. So, da kann auch noch ein Block hin. Und dann so. Mach ich Monster wieder an. Und teste es. Gut. In der Zeit, in der die hochkommen, können wir hier eigentlich schon mal Lava hinmachen. Das wäre ja am einfachsten, wenn die einfach runterfallen und dann durch Lava kommen.
Ich werde das jetzt ziemlich vereinfacht bauen. So, das ist auch perfekt, das ist die gleiche Höhe. Also ich werde es ziemlich einfach bauen. Einfach nur da oben irgendwo Lava hin. Dann fallen sie durch. Dann bräuchte ich irgendeinen Block. Am besten wäre so ein... Nein, weiß nicht. Ah doch, das wäre am besten. Aber diese Cobwebs, die gibt es ja nicht im richtigen Spiel. Also die kann man finden, aber nicht im Inventar haben oder aufsammeln. Auch nicht mit Silk Touch oder so. Deswegen nehme ich... Was nehme ich denn? Ich würde sagen, einfach eine Falltür. Da muss man gucken, ob keine Monster kommen. Auch wenn das schlecht kann. Naja, es wird schon funktionieren. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Das sollte reichen. Lava. Das gleiche hier. Wo ist ein Zombie? Eins, zwei, drei. So. Eigentlich kann man das ja so lassen. Dann kann... Genau, dann kann das Monster, glaube ich, kaum angreifen. Eins, zwei, drei. Und... Ja, doch, würde schon gehen. Aber passt schon. Dann gehe ich schnell nach oben. Und ich würde sagen, ich warte einfach ein bisschen hier und gucke, wie sich das hier so entwickelt. Erstmal gucke ich, ob die hier zu oft sterben. Das wäre ja nicht schön. Ja, der ist zum Beispiel direkt gestorben. Ich weiß auch, also ich habe eigentlich nie gesehen, dass Zombies mehr Leben haben als normale Monster. Das habe ich immer nur gehört, aber von sehr, sehr vielen. Deswegen glaube ich das eigentlich auch. Ansonsten mache ich da einfach einen Block drauf, so wie bei den Creepern und Zombies. Obwohl man dafür dann gar keinen Sorter bräuchte. Für das Killen braucht man sowieso keinen Sorter, aber das ist ja eigentlich nur für die, die wir eben nicht brauchen. Also das Killsystem bräuchte man eigentlich so wie gar nicht. Und hier drängt sich ja auch ganz schön. Ach, ich habe das. Ja, doch. Ich glaube, das war eine neue Welt, weil das hier nicht tief genug ist. Oh, ich sehe gerade kaum was. Wie war das? So, ne? Brauchen wir Schilder. So, schon fertig. Hier haben wir welche. Einfach so. Jetzt ist da ein Skelett reingefallen. Komischerweise. Jetzt sterben wir auch. Naja.
Dann gucke ich nochmal hier unten. Ah, okay, die Zombies. Na, einer. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich weiß nicht, ob wir die auch mit einem Klick killen könnten. Wenn wir das eins höher machen. Gut, dann stoppe ich jetzt erstmal. Und werde gleich gucken. Jo. Bis dann. So, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet. Das heißt, ich gehe mal runter. Und ich musste noch etwas ändern. Und zwar sind ziemlich viele Zombies gestorben. Und einfach zu viele. Deswegen habe ich das jetzt ganz normal gemacht, wie auch hier. Seht ihr, da ist jetzt noch ein Block. Und dann werde ich jetzt mal töten. Ich kann euch beweisen, dass ich kein Instant Killern habe. Jetzt ist es an, jetzt ist es aus. Und ja, ich weiß aber nicht, ob es klappt. Tot, tot. Tot. Ist der gestorben? Na, es klappt fast immer. Aber nicht perfekt, denke ich. Vielleicht war es auch nur Zufall, keine Ahnung. Oh. Sollte ich vielleicht ausmachen. So, dann gehen wir zu den Creepern. Ja, sieht ziemlich gut aus. Und jetzt gucken wir hier. Klappt auch ziemlich gut. Also muss ich noch mal gucken, ob die wirklich mehr XPs haben als die anderen Mobs. Gut, dann wäre das so ganz gut. Normalerweise würde man das ja, könnte man die ja noch zusammenführen zu einem zentralen Punkt. Zum Beispiel direkt nach hier oben, sodass man da einfach nur stehen kann. Dann werde ich jetzt das mal anmachen. Und gucken, ob das Ganze klappt. Was ich aber denke. Weil das ja eigentlich nichts Besonderes ist. Oh, hier spawnt was. So, da kommen die Zombies. Hä? Ach so. Sollte man natürlich zulassen. Komm, los. Müsst doch eh sterben. Ich kann jetzt mal Drops ausmachen. Oder an. So, ich. Naja. Schon wieder eins dieser Sorte. Komisch, dass er immer so lange da oben stehen bleibt.
immer erst, wenn zweites Monster kommt. Aber was will der? Der sieht mich doch eh nicht mehr von da. Komisch. Ah doch, der eine hier ist runtergefallen. Ja, also insgesamt funktioniert es ja eigentlich. Da müssen wir noch gucken, wie man das macht. Vielleicht liegt es hier, dass, vielleicht liegt es daran, dass es um die Ecke geht. Aber solange immer ein zweites nachkommt, das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Und ja, dann war es das auch eigentlich mit diesem Let's Build. Ich könnte jetzt gleich nochmal runtergehen, das aufsammeln, aber ist ja eigentlich auch egal. Ihr könnt die Map wieder runterladen. Der Link ist auf meinem Kanal auf der linken Seite unter Downloads. Da fragen mich immer wieder Leute, wo das denn ist. Wir sollten das hier zumachen, damit unten kein Licht hinkommt. Jetzt ist ja immer noch Licht, aber das ist, glaube ich, wieder dieser komische Bug. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, was wahrscheinlich das in Anführungszeichen Let's Play ist. Dazu werde ich aber auch noch einiges sagen. Und ja, bis dann.